Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bloodborne. In der letzten Folge haben wir den guten Ludwig getötet. Gar nicht viele Versuche gebraucht. Ich habe schon deinen Namen vergessen, so irrelevant bist du. Ha. Und jetzt sind wir in der letzten Folge am... Ja, der labert da irgendeinen Zauberspruch. Das Ding, ihr zwei in Kombi seid halt schon gemein. Weil da, also, du bist halt ab. Eigentlich bist du sehr leicht zu parieren, warum hat das gerade noch nicht funktioniert? Na, ich pariere ihn einfach noch einmal. Weil der andere, der droppt halt sowieso. Ist das irgendwie eine Art Revolver, was du da hast? Oder warum ist das so unfassbar laut? Beruhigungsmittel. Blutfiole. Ja, wir sind hier gestorben an... sehr wahrscheinlich Vikarin Amelia. Das Ding ist... ich bin mir sehr, sehr sicher... Scheiße! Okay, so funktioniert's. Ich bin mir eigentlich sicher, dass die Lady in Schwarz hier nicht die einzige ist. Ich glaube, von euch gibt's hier zwei. Nein! Schön, dass meine Tochter da das gar nicht funktioniert. Ey, ich mache halt auch gar keinen Schaden, ne? Ich glaube, das ist ein Bug, dass Emilia nicht aufhört zu labern, aber ich finde es sehr schön, was sie da sagt. Witzig! Fun times alone! Ja, ich in dem Licht weiß ich auch gar nicht, wann du zuschlägst. Dankeschön. Ey, solange Amelia jetzt nicht um die Ecke kommt und sich denkt, I'm gonna join the party, bist du alleine relativ entspannt, würde ich behaupten. Du musst halt nur parieren. Was ich nicht geschafft habe. Das Ding ist, ich kann tatsächlich ihren Sprungangriff gar nicht parieren, wie es scheint. Ich habe doch viel zu viel Munition gerade. Das hat wehgetan. Nein, Junge, was zum Teufel soll das? Ja, bitte. So machst du wenigstens ein bisschen weniger Schaden. Und ich habe das Gefühl, ich kann das besser parieren. Ja, Moment. Die dreht sich sogar noch um. War auch nicht. Ich war blind. Zack. Du bist schon so in Blut gebadet. Nein, 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 nein. Jetzt nicht greedy werden. Also wenn das doch so geht. I'm gonna use it. Number one is dead. Wissen des Verrückten. Ob ich mit zwei Blutfiolen Amelia schaffe? Ach, du Heilige. Du chillst oder noch hier im Gang herum? Lady. Ach, und dann hat sie noch eine Peitsche.
Ich hoffe einfach, dass du wirklich jetzt alleine bist und ich nicht in irgendeine Falle reinrenne. Warum bist du gerade so leicht? Du bist hier doch auf jeden Fall die Hauptlady. Und nicht die andere. Wow. Da geht sie hin. Quecksilberkugeln 10 Stück. Danke, da habe ich gerade ein paar verbraucht. Okay. Es waren dann doch nur die zwei. Ja. Augenanhänger einfügen. Well, da sind wir jetzt woanders. Wir gehen aber erstmal in den Traum des Jägers zurück. Weil wir haben einige Blutechos zum Ausgeben. Und ich möchte ohne Scheiß herausfinden, wie ich an mein Lager komme. Reicht das aus? Es reicht aus. Amazing. Ja, farewell. Du bist nicht hier. Ich schaue tatsächlich einmal ganz kurz nach, wie ich ans Lager komme. Bis gleich. Gut, ich habe es herausgefunden. Das ist mein Lager. Ja. 46 sind nur noch gelagert. 122. Nee, ich möchte es... Aha. Ja, ich nehme halt alle mit, die ich tragen kann, wa? Hiervon werde ich alle haben. Ja, hier wird halt nichts gelagert, außer halt die Dinger, ne? Gut, never mind. Ich habe mein Lager entdeckt. Dann können wir jetzt auch beherzt weitergehen, beziehungsweise... Forschungshalle. Wir gehen erstmal nochmal kurz hier hin. Denn... Da ist ein... Leuchtturm aufgetaucht. Wie ihr gesehen habt, sind wir gerade mit einem Fahrstuhl gefahren und zwar gar nicht mal so weit. Also es war ja ein paar Sekunden vorbei. Der chillt hier immer noch. Der hat immer noch nichts Neues zu sagen. Gehe ich mal von aus, so wenn, dann fuck me. Der sagt hier immer noch sein. Ja, ja, ja. Ach, ich vergaß. Ich glaube, ich will wirklich einfach nur an euch kurz vorbei. Weil ich kann das auch. Die Ratten müssen auch nicht sein. Denn unterm Fahrstuhl ist jetzt das aufgetaucht, was in der realen Welt so ist. OP-Alter untersuchen. Lawrences Schädel. Ja, Lawrence ist auch eine wichtige Figur, von der wir relativ wenig wissen. Ich meine, es ist ein Schlüssel-Item. Es ist sehr laut gerade. Schädel des ersten Pfarrers der heilenden Kirche. In Wahrheit war er die erste Klerikerbestie und sein menschlicher Schädel existierte nur im Albtraum. Der Schädel ist ein Symbol von Lawrences Vergangenheit und von dem, was er nicht beschützen konnte. Er muss nach seinem Schädel suchen. Doch auch wenn er ihn findet, wird er niemals seine Erinnerung zurückerlangen. Oh, der fährt dann automatisch. Ich weiß gar nicht, wohin wir fahren würden, wenn wir auf dem da stehen bleiben. Wäre interessant, mal demnächst auszuprobieren, weil nicht jetzt. Weil jetzt kommen wir, glaube ich, in mein absolutes Lieblingsgebiet der Forschungshalle.
Ach, es ist absolut furchtbar hier. Erst einmal natürlich wirst du Blutstein berocken haben. Und du hast verdammt viel Leben. Blutsteinbrocken, 2 Stück. Hi, du siehst... Menschen mit riesigen Köpfen, ohne Augen anscheinend. Ah, Gift, blaues Elixier. Ups. Oh, weia. Schwert. Schildtafel lesen. Balkon. Erster Stock. Oh, nein, nein, nein. Oh. Geh nicht in die Richtung von... Genau. Perfekt. Kurz warten, bis meine Ausdauer wieder da ist. Zack, zack. Ey, ich kann meine Waffe jetzt weiter upgraden. Glaube ich. Das sind sehr unangenehme Geräusche. Labor. Erster Stock. Öffnet sich nicht von dieser Seite. Ja, hallo. Ihr seid jetzt aber Gegner. Ihr seid halt... Ich glaube, an euch wurde geforscht. Und ich glaube, ihr seid nicht mit diesem Schädel geboren worden. Da ist irgendein Viech, was krabbelt. Au. Ihr macht Schaden, macht ihr Bang. Girls and Boys. Okay, direkt 2 Wege. Du bist die tiefere. Gott, warum ist das so laut? Patientenzimmer, 2. Stock. So, was ich halt weiß. Es gibt fucking Druckplatten vor Bücherregalen, die einen anspucken. Ja, dich sehe ich doch. D. Blutfiolen. Oh, oh, da kommen einige. Patientenzimmer, 2. Stock. So, ein nach dem anderen seid ihr irgendwie nicht allzu schwer. Ja, aber 3 von euch gleichzeitig... Well. Es ist schon sehr laut. Jesus fuck. Noch ein Mark. Mark. Vielleicht lasse ich ein bisschen mal mein gerolltes R raus hier. Ich meine, ich versuche es schon irgendwie zu überdecken und eigentlich sollte ich es nicht tun, weil... Wir gehen mal ganz kurz in den Raum des Jägers zurück. Ja, ist ein kleiner Umweg, aber ich möchte natürlich schon an der Lampe dort spawnen und nicht hier. Ah, und wir können ja unsere Waffe upgraden. Klar, wir haben gerade keine Blutechos, aber das ist ja das kleinste Problem. Das müsste ja sogar ausreichen. Waffe verstärken. Ja, da fehlt uns jetzt einiges. Und mit Einsicht wäre das zu teuer. Forschungshalle. Ja, die Forschungshalle ist wirklich ein furchtbarer Ort. Also, ich liebe ihn. Absolut. Mein absolutes Lieblingsgebiet. Aber... Oh, es ist furchtbar. Von einer Lore-Perspektive gesehen. Weißt du was? Wie schmeckt euch meine Wette? Hat auch 3 Schläge. Weil damit braucht ihr ja auch nur 3. Und so... 4, okay. Aber das sind schnelle Schläge. Er hat meinen Ruhm. Meine Blutechos. I don't wanna die.
Könnt ihr mal aufhören, beide eure Attacke zu spammen? Ist ja nervig. Ja, damit bin ich, glaube ich, tatsächlich gerade etwas besser aufgestellt, weil ich halt mich heilen kann. Jesus. Ich würde behaupten, das ist ein bisschen stark. Der lag auf dem Boden oder RW. Überwachender Loot. Oh Gott. Schmeiß mit irgendwas. Oh ja, ich schau mir die Details der Umgebung. Ja. Wie viele von euch gibt's denn hier? Das sind einige und Bloodborne ist nicht in der Lage, denen eine flüssige Animation zu geben. Ein Bloodborne Remake würde halt so cool sein. Aua. Ich laufe mal ganz elegant an den vorbei. Dann geht das hier auf. Es geht hier auf! Oh Gott. Ich glaube, ich spreche gleich mit euch. Wir kommen hier auch gerade nicht hinterher, ne? Besser ist. Ja, okay, einen Moment, lieber Dude. Ich hab nicht gedacht, dass sie... Ist auch nur sie alleine gewesen. Ja. Die werden hier an denen werden. Das sind irgendwelche Menschen, an denen auch experimentiert worden ist, aber deren Schädel nicht so expandiert ist. Es macht mich ja wahnsinnig, die ganze Zeit die Schreie von den Gegnern zu hören und nicht nur von denen. So. Ja. So, one at a time. Sehr, sehr gerne. Was hat man mit euch gemacht hier? An Betten gefesselt. Irgendwelche Medikamente gegeben. Weiß Gott, was wir mit den Schädeln gemacht. Dass das jetzt die Ergebnisse davon sind. Okay, die Leute, die mit was werfen, haben A, weniger Leben, B, droppen die Blutviolen. Hier standen zwei Dudes, die haben Beruhigungsmittel. Ja, ich glaube, wenn ich in der Situation wäre, wären Beruhigungsmittel echt was Geiles. Das war ein poetischer Tod. Ich hoffe, ich muss hier nicht regelmäßig durch, weil damn, seid ihr laut und viele. Schießt du dich da auf? Ach du Heilige. Gott, hätte mich das jetzt angekotzt. Gut, sterben ist halt auch noch nicht ganz im Rahmen des Unmöglichen. Zack, zack, zack. Dead, dead und dead. Oh, da geht
auch noch irgendwer steil? Eine Leiter. That's a big boy. Boah, Alter, es ist... fucking Jumpscare. That's a big boy. Nein. Dein Ernst. Danke. Vier Blut für und das ist appreciated. Nochmal fünf. Das ist gerade ein bisschen Ruhe. Und ich glaube, nevermind. Es geht hier weiter, aber ja, es ist so verzweigt, das ganze Gebiet hier. Ja, ich glaube, das hier ist die Leiter, die mich... hier bei den Patienten... Ich werde die mal tatsächlich nicht töten. Weil ich Angst habe, dass ich Dialog verpassen würde, wenn ich sie töte. Gehen wir noch einmal ganz kurz hier entlang. You are nude. Ziehen Sie sich was an, Herr. Was? Aua. Das hat mich erschrocken. Wo ist die fucking Druckplatte? I don't fucking know, aber... die ist definitiv eine. Ja. Bist du ein Aufseher? Oder was bist du? Ist ja echt nicht mal tief gefallen. Ein Moment auf. Jetzt ist er gefallen. Auf dem. Oh Gott, ist das kompliziert hier. Lady Mary, save me, please. I don't hear anything. Lady Mary, save me, please. I don't hear anything. Jesus. Oh Gott, macht mich das alles nervös. Welche Sounds? Was bist du? Labor, dritter Stock. Okay, Leute, ich würde sagen, was uns im Labor, dritten Stock erwartet, erfahren wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Ich gehe mal ganz kurz weg, weil ich Angst habe, dass da gleich irgendwas rausspringt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Lasst doch gerne ein Abo da, um keine weitere Folge zu verpassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.